So, ich probiere es jetzt, das ist, glaube ich, das allerletzte Mal, hoffe ich. Weil, ja, so langsam habe ich auch keinen Bock mehr, die mir im Internet zu bestellen. Weil ich glaube, das ist auch dann der Fehler. Ich weiß nicht, im Internet Booster zu bestellen ist meistens nicht so intelligent, zumindest Einzelbooster nicht. Das könnte auch sein, dass deshalb meine Modern Horizon Quote sehr am Arsch ist. Naja, wir haben hier noch einmal Modern Horizonte. In Deutsch. Einmal hoffen, bitte. Einmal Daumen drücken. 6 Mana, 5 Trampelschaden. Kriegt +3/+3, wenn sich eine Landkarte in einem Friedhof befindet. Okay. Das ist ja ziemlich easy. Daumen hat 2/3. Solange in deinem Zug 2 oder mehr Karten gezogen hast, hat er Doppelschlag. Okay. Lanzenrimasuris. Rimasuris, die du kontrollierst, haben Erstschlag. 3 Mana. Für 2 Mana Flammendähne spontan Zauber. Ihr zieht eine Karte. Dann kriegt bine bis zum Ende des Zuges eine Kreatur +1/+0 für jede Karte, die ihr in diesem Zug gezogen habt. Sehr cool. Oh mein Gott, verflüchtigen, wunderschön. Für ein weißes, schicke eine Kreatur deiner Wahl, die kontrolliert ins Exil. Sie kommt unter Kontrolle wieder ins Spiel. Mit Abprall. Trompeten der Herde. Oh, ist klar, Elefanten. Ja. 4 Mana, man kriegt einen 3/3 Elefantenspielstein mit Abprall. Ein Elefant vergibt niemals. Hirnraspel. Ich liebe die deutschen Namen. 3 Mana Hexerei. Ein Spieler eurer Wahl wirft 2 Karten ab. Für 3 Mana echt gut. Und Überlast. Jeder Spieler wirft für 2 Mana 2 Karten ab. Alle Möglichkeiten ausschöpfen. 2 Mana Hexerei. Hält sich 2. Ziehe dann eine Karte mit Rückblende. Gambit des Geomagiers. 3 Mana Hexerei. Zerstöre ein Land eurer Wahl. Seinen Beherrscher durchsucht sein Deck nach Sternenlandkarte und bringt sie getappt ins Spiel. Einfach nur ins Spiel. Und dann zieht ihr eine Karte. Ausgestoßenes Wandelwicht. Jawohl, ein Mana 1-1 Wandelwicht kann nicht blocken oder geblockt werden. Ich wusste gar nicht, dass das hier drin ist. Was ja eigentlich ein Reprint ist. Naja, Wurmform ist gut. Für ein grünes Mana-Hexerei. Bis zum Ende des Zuges wird eine Kreatur mit zu einer 6-4 Kreatur mit Überlast. Sehr, sehr gut im Endeffekt. Sehr, sehr, sehr gut. Frostschreiter-Bastion. Verschneites Land, tappen für ein farbloses. Oder für 2 Mana wird das zu einer 2-3-Kreatur. Und immer wenn die im Gegner Kampfschaden zufügt, einer Kreatur Kampfschaden zufügt, so, wird die Kreatur getappt und enttappt nicht. Und geniale Infiltratorin. 4 Mana, 2-3 mit Ninja zum blaues und schwarzes. Und immer wenn der Ninja, den du kontrollierst, Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Richtig strong. Richtig strong. Und unser Rare ist Kabbalistischer Therapeut. 1 Mana 1-1 bedrohlich. Zu Beginn der Hauptphase vor dem Kampf kannst du eine Kreatur opfern. Falls du dies tust, bestimme einen Nicht-Standard-Landkartennamen. Und ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor und wirft alle Karten mit dieser Karte ab. Der wurde damals richtig hart gehypt. Das war so eine der ersten Karten, die man gesehen hat. Und naja, ist halt Kabbalistische Therapie und das ist der Kabbalistische Therapeut. Aber der ist leider nicht annähernd so gut wie die Therapie. Dann haben wir einen verschneiten Sumpf. Dann haben wir unsere Dingkarte und Eindruck. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, bis seht. Ciao, ciao.